von Let's Play und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier im Bus Simulator 18 Xbox One Edition. Ja, was soll ich sagen? Das letzte Video kam vor über einem Jahr, Anfang April, und seitdem habe ich nicht wirklich weitergespielt. Das seht ihr an dem Spielstand hier rechts. Da bin ich einmal im Dezember reingegangen. Aber sonst war da eigentlich dann nichts. Mit dem Sommer habe ich ja dann einmal mal streamen wollen, aber das hat dann nicht so gut geklappt. Das werde ich auch nochmal nachholen. Ja, aber heute werden wir uns wieder auf unsere Singleplayer, auf unser Singleplayer-Unternehmen konzentrieren, Bubble. Und ja, da habe ich jetzt weitergespielt. Wir laden mal das Unternehmen. So. Das sollte eigentlich jetzt klappen. Passt. Es kann sein, dass hier und da mal die Frames runtergehen oder das Bild standhaft ist. Das liegt an dem Remote-Ding. Da kann ich halt nicht dieselbe Qualität wie sonst übertragen. Oh. Ich habe jetzt gerade nochmal das Fenster angepasst, dass ihr mehr seht. Das ist ein bisschen blöd, weil da ist irgendwie der schwarze Rand jetzt entnommen. Aber was ich so sehe bei der Aufnahme ist, dass ihr es schärfer seht als wie ich. Ja, dann schauen wir uns mal unsere Missionen an. Ah, dann habe ich das schon gemacht mit den Fahrgästen einmal. Gut, ich habe die Haltestellen anscheinend schon erstellt. Okay, wir müssen die eine im Rundfahrmodus fahren. Das sollte die sein, die habe ich zuerst erstellt wahrscheinlich, hoffe ich. Fahr mal zu Tag. Schnell starten. Nee, ich muss wieder reinkommen. Loop, nee, Rundfahrt an ist ganz wichtig. Das passt. Jetzt fehlt noch der Bus. Ja, ich habe den habe ich ein bisschen umlackiert. Weiß nicht, sollen wir mit dem Kleinen fahren? Mit dem sind wir erst einen Erfolg gefahren. Fahren wir mit dem. Grüße. Okay. Ich sehe das so unscharf, aber ich glaube, hier sitzt es schärfer. Türflügel entsperren. Vordere Tür öffnen. Und wieso rutsche ich da so komisch? Egal. Oh. Passt. Und das meine ich da. Jetzt waren gerade die FPS gar nicht da. Hallo? So, Führerstand betreten. X war schließen. So war der Motor. Jetzt ist der Motor an. Das war Parkbremse. Bin ich da noch ein bisschen drin? So war so. Genau. Fahren. Wenn ich jetzt fahre, fähr dann. Lenkrad ist heute aber nicht angeschlossen. Heute fahren wir mit Controller. Und da haben wir erstmal wieder eine rote Ampel. Danke. Danke für nix, Game. Junge, wie lange müssen wir jetzt fahren? Oh. Könnte knapp werden. Oh, easy cheesy, luck is cheesy. So. Oh, guck mal an. So. Ihr seht das unten jetzt irgendwie nicht gescheit, aber... Nee, das Fenster ist viel zu groß. Wartet, alles nochmal von neu. Oh, noch einmal besser gemacht. Wer kennt's nicht. So. Dass ich hier so schnell fahren darf, das wundert mich. Aber ich habe mir hier die Regeln nicht ausgedacht. Oh, da geht's einmal links. Ja, das Blöde ist, ich habe halt 30 FPS oder sowas. Ihr seht das eh mit. Irgendwie viel PS, aber ich nicht. Letzte Matter, Yoshi. So, guck mal an. So, guck mal an hier. So. Oh. Uiuiui. Danke für nix, Game. Kriege ich immerhin noch hin? Ja.
Blinker korrekt eingesetzt, immer gerne. Aber dafür geht gleich wieder eine Geldstrafe rein. Danke für nix. So, dann fahren wir hier noch weiter zur Hauptstraße. Und dann fahren wir hier links. Ich blink gerade, oder? Ah, nee. Weil irgendwie habe ich's blinken gesehen. Aber die Lichter hinten haben nicht geblinkt. Na. Dann ab geht der Peter. So, Arbeitergasse. Ja, die Lichter muss ich alle noch einschalten. Hilf! Oh, stopp, stopp. Perfekt. Guck mal an. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum ich das hier so unscharf habe. Aber ich meine, mich stört's nicht. Spiele ich lieber schlecht und ihr sitzt es besser. Ich will, wir sind alle schlecht. Da bringe ich ein Opfer. Guck mal an, wie wir hier fahren. So. Grüne Phase ist meine Phase. So. Also zumindest kommen bei euch die Farben viel besser raus. Das sehe ich. Perfekte Halteposition. Gut abgesenkt. Nichts hat er verlernt, der Kollege. Rampe brauchen wir nicht. So. Hörstand. Kriegst du nicht. Oh. Karten hat er mal. Jetzt ist das an. Fahrgastabteil, Beleuchtung. Jetzt ist das beleuchtet hier, oder? Es sieht gut aus. Oh, du willst ein Ding? Kriegst du, kannst du da haben. Kein Ding. So. Oh, kommt nix, können wir fahren. Hä? Fahren? Nein. Nein. Ich hab... Hä, wieso rutsche ich im Bus so? Muss ein neues Update sein. Gut, du hast was. Ein Träumchen. So, was ist mit Ihnen? Du hast auch was. So. Du auch. Dann bin ich ein glücklicher Busfahrer. Vor allem, weil ich die Ampel gerade verpasst habe und nicht viel Zeit habe. Danke für nix, Game. Junge, wer hört hier so laut Musik? Hackt's! Ups, so. Hackt's! Ich will ja die den genießen. Wirklich frech. Einfach nur frech. Das wird nichts mehr mit pünktlich. Das hat er anscheinend verlernt. Das pünktlich sein. So, Grüße. Uiuiui. Uiuiuiui. Ja, da kann es wirklich nicht mehr gehen. Es ist wie ein gutes Timing. Pedale schnell rein und raus. Wir sind Express hier. Ja, denke ich mir auch. Sollte jetzt froh sein und dann lasst ihr mich nicht gut fahren. Jetzt kriege ich so viel Minus. So, jetzt gehen wir hier mal Gummi. So, Tempomat-Ding wird ausgeschaltet. So, ist hier eh kein Schlagloch oder sowas. Ich kenne die Strecke nicht mehr. Oh, doch, da ist eins. Aber der kennt's halt. Wer kennt's? Wer kennt's? Ach, heute Sprachenprobleme. So. Hey, wer kennt's halt nicht? So. Richtig. Oh. Jetzt wird er wahrscheinlich runtergehen, wenn ich jetzt. Und. Grüße! Guido. Gibt der Fußgänger nicht 20.000 minus? Ey, das habe ich mir nicht verdient. Sehe ich auch so. Und dann auch pünktlich. Er hat halt wirklich nichts verlernt. Kommen Sie schneller, schneller. Und Träumchen. So. Jetzt sind wir ja wieder halbwegs pünktlich. Jetzt kann ich wieder runtergehen vom Gas. Oh, kommt da was? Sie, habe ich alles nicht gesehen? Hä? Von wo?
immer wenn ich hier fahre, kriege ich so viel... Ich muss auch sagen, ich habe das Game. Also wirklich, ich bin einmal eine Runde gefahren, das war, wann war das, im Jänner oder sowas. Irgendwann, wo ich halt diese Mission da gespielt habe, oder im März, irgendwann. Och nö, wie kann ich hupen? Ah, die gute alte Hube. Du hast aber eine gute Bremse. Oh. Ich habe mir gedacht, halt, nach der Bass muss ich auch mal wieder so ein älteres Game spielen. Das habe ich ja lange nicht mehr gespielt. Ich werde das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, solange nichts in anderen Spielen passiert, durchspielen. Ich mich halt jetzt auf das Game konzentriere, dass ich es abgeschlossen habe. Und dann können wir uns wieder, also ich werde mich jetzt generell in nächster Zeit auf alte Games, Let's Plays konzentrieren und auch auf diesen einen Film. Bei dem, bist du angelaufen? Ja, anscheinend. Wenn ich es endlich mal hinkriege, das Ding aufzurüsten. Junge, die Straßenbahn da, die, ich probiere 20 Minuten da, schaue mir Videos an, alle machen das so, ich mach's dann, danke für nix, Alter, das wird eine Minusfahrt. Und dann haben wir das auch. Das war jetzt ein bisschen Glück. Immer wieder gerne. Steigen Sie aus. Haben Sie Spaß. Ja, ich grüße Sie. Aber wieso glitschig da? Jetzt nicht. Am Gehsteig? Na, hier geht's. Aber im Bus. Da rutsche ich auch immer. Egal. Oh, dann beende ich mal. Na, wie, wo mache ich das? Fahrtbänder. Machen wir uns mal die Statistik an. 5-mal Kollision, 2-mal vor mit Verhindern, 2-mal Bordstein erwischt, 1-mal abruptes Abbrennen, dann geradeaus fahren. Ja, so schlecht war es ja gar nicht. Ich meine, am Ende nur. Junge, 20.000. Ah, das schmerzt. Och, das war die falsche Strecke. Ich hasse mich. Na, da, aber wir haben das erledigt. Was? In der Rennen kommen in der Höhe von 19.000 pro Woche. Ja, hab's schon verstanden. Kannst du nicht. Och, der nervt. Nun zur Fahrung einkommen. 2 Strecken zu generieren. Online fahren und Bus mindestens 2 verschiedenen Strecken zu. Also, ja, ich habe jetzt gedacht, einen Fahrer, 2 Linien. Das ergibt gar keinen Sinn. Egal, wir stellen ja einen neuen ein. Lehrling, ja, Zoe Ofenbacher, komm rein in die gute Stube. Wie viele Busse haben wir? Muss ich einen holen. Kann ich mir den jetzt leisten? Ach, jetzt habe ich ja Minus gemacht. Wieso sollte ich auch? Kauft man den ganz günstigen. Oh, bearbeiten. Und da haben sie jetzt irgendwie geändert oder sowas. Egal. So, das passt. Innenbereich. Ja, das schaut schön aus. Dann wenden wir das an. Und geben dem, wie mache ich das nochmal? Fahrer zu werden, so. Das, nein, dem Collins. Okay, das heißt, wir fahren jetzt dann noch einmal die, das buggt hier immer, Eichenstraße Ostspeiche im Rundfahrmodus. Und dann sollte uns auch ein Citaro entgegenkommen. Wir fahren zwar dann auch mal morgen, gell? Das nächste Mal wieder mit dem Citaro. Und ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich von der 4. Folge, ist das jetzt, vom Bus-Simulator 18. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung dalassen. Und wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.